So, hallo, der Danny für SmartTrade.de. Vor mir und vor euch seht ihr hier das Nexus 5, das kennen wir ja. Das hat heute eine ganz besondere Android-Version bekommen, nämlich Android L. Und ja, es bleibt das dann bei Android L. Es gibt kein Android 4.5 oder 5.5. Das kann ich euch auch direkt mal in den Settings zeigen. Ich nehme mal die Helligkeit ein bisschen höher drin. Das kann ich euch direkt mal in den Settings zeigen. Es gibt hier nur, wenn wir über das Telefon gehen, tatsächlich nur Android-Versionen. Wenn die Kamera ein bisschen wackelt, sorry, ich muss es gerade mit einem anderen Smartphone aufnehmen, weil die andere Kamera hier einfach irgendwie nicht mehr so schön ausreichend ist. Dann nehme ich das mit dem Nexus 10 auf, aber ihr könnt ja alles sehen und das sogar besser als gedacht. Also steigen wir mal ein in Android L. Die neue Version, sie bringt vor allem einen Lockscreen mit, der doch anders gestaltet wurde, wie wir sehen können. Und zwar haben wir hier diesen Lockscreen und jetzt hier eben auch Benachrichtigungen. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Also wir können jetzt hier die Benachrichtigung antippen und dann nochmal drauf tippen, um sie zu öffnen. Wir können aber auch einfach runter wischen. Dann haben wir hier, wenn wir jetzt mehrere Benachrichtigungen hätten, eine Auflistung der Benachrichtigungen, ist ganz klar. Dann einfach drauf drücken. Also es ist so ein bisschen wie wenn wir die alte Benachrichtigungsleiste runtergezogen haben. Und wir können da natürlich schon auch, wenn wir hier wollen, von oben nach unten. Ups, was mache ich denn? Von oben nach unten und dann können wir so auch die Quick Settings runterziehen. Hallo Kamera. Das sind dann die Quick Settings. Was wir sonst noch haben auf dem Lockscreen, das habe ich schon wieder weggewischt. Ganz fix, ein Wisch von rechts nach links. Bekannterweise öffne die Kamera und ein Wisch von links nach rechts, öffne den Dialer. Der ist natürlich super neu. Der sieht richtig schick aus. Hier hat auch tolle, lustige blaue Animationen. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, kommen wir auch hier in die restlichen Anzeigen. Dann haben wir hier letzte Anrufe und sowas, unsere Kontakte und so weiter. Und wie gesagt, kommen auch immer wieder in den Dialer durch die entsprechende Taste. Das ist der Lockscreen. Nun zum Desktop. Es ist der Google Now Launcher. Der ist, so wie wir ihn kennen, da hat sich nichts geändert. Es funktioniert alles wie gewohnt. Spannend sind wirklich erst wieder die Benachrichtigungen, die wir hier sehen. So, ganz, ganz hübsche Animation haben. Das sieht natürlich wirklich wunderschön aus. Und wie ihr auch sehen könnt, WLAN funktioniert, ist jetzt locker seit einer anderthalb Stunde aktiv und wirklich stabil. Und ich habe auch Mobilfunkverbindung mit dieser Developer Preview. Also wer das ausprobieren will, was das anbelangt, scheint es zu funktionieren. Und das sogar sehr gut. Ja, ansonsten können wir sagen, wir können hier eine Helligkeit einstellen. Also können die ändern. Das heißt, wir haben eine adaptive Helligkeit, die sich natürlich orientiert an der Umgebungsbeleuchtung. Und wir können sagen, hey, ich will immer mindestens 10% der Beleuchtung angeschaltet haben. Oder ich will immer mindestens, was weiß ich, 70% der Beleuchtung vom Display aktiv haben, weil mir alles andere zu niedrig und zu dunkel ist. Das kann man dann einstellen. Spannender wird es eher bei den Benachrichtigungen. Hier kann man nämlich sagen, so. Erstens kann man hier natürlich ändern, Sound und Vibration und sowas. Und dann, wenn man jetzt hier drauf drückt, kann man sagen, ich will nicht gestört werden für eine Stunde oder für immer, also bis das deaktiviert ist. Oder wenn wir auf das Plus gehen, kann ich sagen, für 2 Stunden und kann das eben so immer höher gehen lassen. Sehr nett, sehr cool, wenn man, was weiß ich, nachts im Bett Empfang haben möchte, aber eigentlich nicht gestört werden will. Und dann kann man hier in die weiteren Einstellungen gehen und kommt dann natürlich in die erweiterten Bitte nicht stören Funktionen, die ich hier ausschalten kann und kann aber auch sagen, automatisch nachts bitte immer hier, lass mich mal da in Ruhe pennen oder schlafen oder wie auch immer. Das eben die Bitte nicht stören Funktion. Dann haben wir natürlich noch die Systemeinstellungen, die optisch ein bisschen anders geworden sind, aber eigentlich nichts anderes bieten. Der interessanteste Punkt ist meines Erachtens Akku. Die Akkustatistiken funktionieren bei mir gerade nicht, ist aber auch wurscht. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ich sehe 1 Stunde Display aktiv gewesen bisher, 78%. Haben wir Akku noch übrig. Das ist ganz okay. Insgesamt war das Gerät. Wo stand das denn? Ah, da weiß ich, der klappt.
dass ich noch auflade. Auf jeden Fall, das Gerät jetzt gute fast 2 Stunden aktiv, davon 10 Minuten Installation. Das ist okay. Und dann haben wir hier nämlich den Punkt Energiesparmodus. Der ist neu und der ist ganz nett. Mindestens ab 15, spätestens 15% Restakku geht dieser Energiesparmodus automatisch an. Der sorgt dafür, dass Animationen sowas ausgeschalten werden, dadurch auch der Prozessor entlastet wird, was nicht so schön ist, weil es dann einfach hakelig läuft. Wer aber wirklich nur noch wenig Strom hat und nur noch WhatsApp und sowas nutzt, der kommt damit natürlich locker zu Rande. Wir können den auch mal anschalten jetzt und dann sieht man hier, die schönen Animationen sind weg und alles läuft nicht so flüssig. Auch da kommen wir gleich noch dazu, was ich euch hier gerade zeige. Hier mal wieder rein oder können auch hier über die Benachrichtigung wieder deaktivieren. Der Energiesparmodus nicht so mein Fall, weil einfach alles ruckelig läuft. Aber wir werden mal gucken, ob der wirklich ein bisschen Akkulaufzeit noch rausholen kann. Was haben wir sonst? Es hat sich hier wirklich nichts verändert. Also, wenn wir zum Beispiel auch in den Speicher gehen, hier ist alles wie gewohnt. Es sieht aus wie bisher über das Telefon. Wie gesagt, Android-Version L. Auch hier alles gleich, alles wie gehabt. Display. Wir kennen das ja. Das sieht alles wirklich gleich aus wie vorher. Da hat sich nichts geändert, auch bei WLAN und so. Ja, wie vorher, wie gesagt. Hier haben wir eine Suche, ist ganz nett. Da kann man also dann suchen, WLAN. Und zugleich sehen wir dann hier das Highlight, die neue Tastatur. Die sieht richtig, richtig lecker aus, finde ich. Lässt sich auch toll schreiben. Sie hat letztendlich das gleiche Grundlayout, nur einen anderen Look. Aber die ist sehr cool. Es lässt sich super tippen. Sie fühlt sich ein bisschen größer an. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Ob das einfach nur so ein Gefühl meinerseits ist. Man kann auch in der Tastatur noch Google-Tastatur-Einstellungen irgendwo erweiterte Einstellungen für Experten noch das Farbschema ändern. Also weiß, dann gehen wir es mal hier zurück. Ja, und dann haben wir wieder diese alte Tastatur, die keiner will, weil sie nicht schön aussieht. Gehen wir zurück und schalten wieder auf Material, also auf Material Design. Von dem, wie gesagt, sehen wir wenig. Wenn wir jetzt mal Google Maps, Google Mail schauen, ist wie gehabt. Schauen wir in Google Maps, ist wie gehabt. Da also noch gar kein Material Design zu sehen. Auch Google Chrome, wie gehabt. Hier zum Beispiel eine sehr interessante Funktion in Verbindung mit den Recent Tasks. Wenn wir also diese Recent Tasks aufhaben, können wir normalerweise später mal hier sehen, wenn wir im Chrome mehrere Browserfenster aufhaben, dass hier mehrere Browserfenster in diesen Recent Tasks gezeigt werden. Funktioniert leider noch nicht. Wir haben also hier tatsächlich 2 Tabs auf, einmal von unseren und einmal die Kollegen von MobiFlip. Gehen wir aber in den Recent Tasks, dann sehen wir hier wirklich nur einen Tab als Vorschau. Schade, dass auch das noch nicht funktioniert, aber wir sehen der Recent Task. Dings hier funktioniert wunderbar. Er läuft richtig fluffig und sieht richtig, richtig edel aus. Wer hier Apps schließen will, kann natürlich das per X machen oder eben wegwischen. Aber auch hier nur eine kleine optische Veränderung, sonst noch nicht mehr. Und das war es eigentlich schon von Android 5.0. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Android 4.5, 5.0 gibt es nicht. Android L heißt das Ganze. Developer Preview of Nexus 5, ca. 500 MB groß. Installation super easy. Netzwerkverbindungen scheinen zu funktionieren, ansonsten man sieht nicht so viel, es läuft bisher ganz gut, ich kann mich nicht beschweren, Performance super, Akkulaufzeit scheint auch normal zu sein oder normalen Stand zu haben. Ob sich dann andere Macken zeigen im Alltag, werden wir natürlich berichten. Ansonsten Fragen und so weiter in die Kommentare unter dieses Video hier. Ich danke fürs Zusehen, das so viel zu Android L erstmal, danke, bis bald, ciao.